Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Oh. Ich glaube, wir können hier mal ein bisschen vom Sound runtergehen. Zu einer neuen Folge durchgequatscht. Diesmal geht's alles rund um meinen liebsten ADC, um den guten S. Es ist ein Champion, den viele hassen, gerade Supporter, weil die meisten S-Spieler halt einfach vergessen, dass sie Auto-Attacken haben. Viele sagen, S kann man erst am Platin spielen, aber auch im Platin hat er nicht die beste Winrate. Trotzdem geht es um S. Und warum geht es um ihn? Weil es ein neues Item-Bild gibt. Double Tier. Bedeutet quasi, dass du sowohl Muramana als auch die ausgebaute Trainer Archangel Stuff, lieber Blub, das Ding da baust. Und das klingt in der Theorie schon mal ganz nett. Haben garantiert auch schon viele von euch getestet. Das Problem ist nur, dass man Tränen nicht gleichzeitig stacken kann. Also ihr könnt zum Beispiel auch nicht sagen, ich kaufe mir die erste Träne, kaufe zwei, stack die gleichzeitig und baue beide aus. So funktioniert das nicht. Dann habt ihr eins mit 750 Stacks und eins mit 0. Das heißt, es ist kein nennenswerter Vorteil. Wenn ihr eine Träne habt und dann Mana Mune baut und dann die nächste Träne geht, geht das auch nicht. Es geht erst, wenn die Träne vollgesteckt ist, also entweder Muramana ist oder die... Ja, nur Muramana ist oder halt eben der Archangel Stuff. Das sind die beiden Optionen, die ihr habt. Wir werden in dieser Folge ein bisschen über Goldkurven und Effizienzkurven sprechen. Mit Effizienzkurven ist gemeint quasi, wie stark ist dein Champion? Gerade bei gleichem Gold ist das immer eine wichtige Frage. Das sind quasi, wo liegen Power Spikes? Und ein bisschen, wie verändert sich das, wenn man auf einen Champion wie es eben genau für etwas anderes, als man normalerweise geht. Denn es ist ein Champion, der historisch betrachtet und auch immer noch aktuell ein Champion ist, der im Midgame spiked. Woran liegt das? Naja, du hast Trinity Falls, du hast Muramana, das ist beides ungefähr bei Minute 20 fertig. Damit hast du einen sehr starken 2-Item-Power-Spike. Und es ist kein Champion, der unbedingt gut ins Late-Game skaliert, weil Crit auf Essen schwerer Stats ist, weil Trinity Falls gibt kein Crit mehr, das heißt Infinity hat jetzt drittes Item, lohnt sich nicht mehr nennenswert. Und gleichzeitig hast du halt auch die Problematik, dass es in seiner aktuellen Variante kaum ein vernünftiges Crit-Item bauen kann. Da ist halt einfach naturgemäß nicht so viel drin. Man geht natürlich trotzdem für Kleptomancy auch mit diesem Double Tier. Ja, wofür Double Tier quasi sorgt, wenn man ein bisschen über S nachdenkt als Champion, dann ist es, dass man einen Champion hat, der normalerweise halt eben ziemlich schlecht scaled, der dadurch einen Ticken besser scaled, der allerdings seine Stärke mit Game ein bisschen verkauft. Weil wenn ihr in der Goldkurve gleich auf seid, aber in der Effizienzkurve mit S ein bisschen weiter vorne und dann im Midgame die zweite Träne kauft, dann seid ihr in dem Moment auf der aktuellen Kurve ein bisschen schlechter, als ihr sein könntet und dafür im Late Game einen Ticken besser. Das bedeutet quasi, ihr stuft durchaus das Niveau der anderen ADCs in dem Moment runter. Oh, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Das war im Nachhinein ein bisschen sehr aggressiv. Upsi. Ja, keine Ahnung, aber bin ich ein bisschen zu Helm gegangen. Hätte auch da früher rausflashen sollen. Weil eigentlich hatte ich es ja verstanden, dass es keine kluge Idee war. Aber ich wollte scheinbar noch nicht ganz wahrhaben. Ärgerlich. My bad. Ich schreibe jetzt mal gerade, weil ich das Gefühl habe, dass Nami ein bisschen triggert ist. Haben wir hier viele Cookies entschieden, die jetzt gerade in der Phase natürlich recht hilfreich sind. Ah, guck mal hier. Gold. Zack. Oh, 50. Ah, da war mehr drin, würde ich sagen. Ah, hätte nochmal hinterher geschossen. Ist immer ganz nett, wenn ihr gegen Poke-Supporter spielt als S, weil in der Regel sind die einen Ticken leichter zu treffen. Nami trifft aber hier auch jeden Spell, ne? Ja, ich habe nur leider keinen Heal mehr, ne? Oh, ich habe noch Heal. Oh, ärgerlich. Ich glaube, ich hätte sie trotzdem nicht geheilt. Sie war ziemlich tot. Ich hätte sie da wahrscheinlich trotzdem healen sollen. Für den guten Willen, na, weil wenn die Caitlyn da jetzt auch recoilt, also sie recoilt den Busch weiter hinten, ne? Die ist auf Nummer sicher am Gehen, was auch gut ist. Ah, scheiße. Na, ärgerlich, ärgerlich. Ich kann die Szene jetzt nicht hundertprozentig einschätzen, aber um mal auf die Bildfrage zu kommen, das ist es quasi. Ihr verschiebt Power Spikes in eine andere Phase des Spiels. Die Frage ist halt nur, selbst wenn ihr das macht, ist es stark genug, um dann im Late Game mit den Crit ADCs, wie zum Beispiel einer Caitlyn, zu konkurrieren? Weil das ist ja die Frage. Und ich glaube, auf eine gewisse Art und Weise ja. Denn das, was es ja dann besser macht als andere, ist, dass er über seine Spells auch sehr viel AOE-Schaden mitbekommt. Ich meine, das Ganze wurde in einem Reddit-Thread sehr, sehr ausführlich diskutiert und aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut. Es ist halt dann tatsächlich so, dass du einige Spells hast, die AOE-mäßig
sehr stark sind. Und das kann ein riesiger Vorteil sein, wenn man es richtig ausspielt. Das ist allerdings natürlich nichts, was einfach so machbar ist. Eine andere Problematik ist, dass du natürlich mehr darauf angewiesen bist, deine erste Träne früh zu stacken. Und deswegen solltest du, normalerweise könnte man jetzt überlegen, wenn du die Lane dominieren willst, für Sheen zu gehen. Das ist jetzt, sage ich mal, deutlich weniger machbar, weil die erste Träne so wichtig ist. Man sollte wahrscheinlich auf diesem Bild die Mana-Mune bauen, bevor man das Triforce baut. Man ist übrigens nicht dazu geforst, hier immer für Gondor zu gehen. Das sind zwar 250 Mana mehr und Archangel Staff sorgt ja dafür, dass der Mana-Pool größer wird und das ganze Bild baut darum herum. Aber du musst jetzt nicht für 250 Mana auf Triforce verzichten, wenn es das bessere Item ist, wie hier zum Beispiel gegen drei starke AP-Schanzquellen. Oh ja, toll. Das hatte kurz die Töte. Ach Mann, Gott, manchmal leidet man selber ein bisschen mit, wenn man keine CS kriegt. Ihr wahrscheinlich da draußen gerade auch mit mir. Oder an mir, besser gesagt. I'm sorry, Leute. Aktuell, wie gesagt, Fortnite-Ball war gestern. Meine Woche bestand quasi nur aus Fortnite. Und das Game ist super geil. Es macht mir wirklich viel Spaß. Aber ich kann nicht so viel zum League spielen. Ich habe richtig Bock. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Ne? Wenn man ein bisschen nicht gespielt hat, dann sind die ersten Games immer gerade CS-mäßig ein bisschen traurig mit anzusehen. Ah, ich glaube, den rechten kriege ich nicht. Nicht mal, wenn ich es sehr, 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 sehr wollen würde. Aus Captivancy jetzt auch nicht so viel rausgeholt, was einfach daran liegt, dass ich die Lane nicht gut gespielt habe. Ich habe mal All-In gewählt, wo ich sicher hätte wählen sollen. Habe meinen Supporter nicht geheilt. Ich habe trotzdem immer mal wieder einen getroffen, aber nicht genug, würde ich sagen. Es ist halt nicht so lecker hier. Ich habe jetzt allerdings jede Menge verschiedene Bots. Kann ich zwei gleichzeitig einpfeifen? Ist ja witzig. Jetzt regeneriere ich ja wie ein Weltmeister. Er wird jetzt immer hier stehen. Und er gemerkt hat, dass ich immer in die Mitte des Busch schieße. Das heißt, ich schieße jetzt da hin. Oh, steht halt doch nicht dran. Ich glaube, da ist es worth, dass man ein Ward reinsetzt. Das Problem ist, den Ward kann ich jetzt nicht setzen, weil ich würde mir eine Brand-Combo fangen. Und das ist unangenehm. Oh, Nami hält mich die ganze Zeit hoch. Sollte ja Mana besser saven. Oh, hat er Turtle? Ja, Turtle. Sehr, sehr gut. Wir haben nur komplett keine Minions bekommen in dem Moment. Ein WP. Ja, auf der Botlane. Wenn euer Supporter was Gutes macht oder ADC. Einfach mal loben. Tut nicht weh. Hilft der Mentalität. Na gut, jetzt kann Nami mich hochheilen. Ich bin hier CS-mäßig ein bisschen behind. Ist generell ein bisschen das Problem, dass ich natürlich jetzt kein geborener ADC bin. Ich glaube, ein guter S muss auf dieser Lane nicht behind fallen. Mein S tut das durchaus. Das ist natürlich jetzt für die S-Mains unter euch wahrscheinlich ein bisschen ärgerlich, aber müssen wir mal dran denken. Ne? Ich kann halt auch nicht alle Positionen perfekt spielen. Ja, er steht super weit hinten, der Brand. Aber genau den Wort hätte ich quasi schon früher placen sollen. War halt nur die Gefahr, dass ich dabei sterbe und da hatte ich nicht so Lust zu. Die Caitlyn will jetzt basen. Muss ich mir noch überlegen, ob ich das möchte. Und das Ding ist, ich kann halt jetzt mit einer... kann sehr gut durchpushen mit meiner Ult. Los. Da wäre ich fast dran gewesen. Ah, mein Gott. Das ist halt echt mal ein bisschen was hitten. Also Nami hielt das gut gegen. Ich bin mir aktuell noch nicht sicher, ob ich da wirklich effektiv gegen pushen will, weil die Leute haben jetzt die Lane einmal komplett resettet. Und dann ist halt immer die Gefahr... Oh. Ja, das ist okay. Ja, ist okay. Nicht wirklich gut okay, aber ein bisschen okay ist es. Ah, ärgerlich. Vielleicht hätte ich auf die nächste Wave warten sollen. Stay. Da habe ich noch gefragt. Wie gesagt, ich gehe jetzt dafür, das Ganze hier früher zu finishen, als es normalerweise der Fall wäre bei mir. Ich gehe nicht vor Gott. Normalerweise könnte man jetzt halt eben noch den Armor-Wert schon mal reinhauen. Aber das war nicht ganz möglich. Ich bin jetzt hier relativ weit behind, aber das ist nicht so schlimm, denn es spiked halt, wie gesagt, stärker mit Game. Normalerweise würde ich jetzt halt für Sheen gehen übrigens. Also das ist das Einzige, was ich quasi an den Item-Bild ein bisschen anders baue als sonst. Weil Sheen halt der stärkere direkte Power-Spike ist. Ich die Träne aber früher finishen will und ich beim nächsten Recall dadurch Safety-Tränen kriege. Es könnte sonst passieren, dass dadurch, dass die jetzt den nächsten Trader anreißen wollen, mein nächster Recall so schnell ist, dass ich dann erst die Pickaxe habe und dann geht das Stacken halt schwerer. Denn das ist ganz, ganz wichtig bei diesem Item-Bild. Wenn es darum geht, es zu stacken, sind die ausgebauten Items immer besser. Bei Mana Moon ist es so, dass ihr auch Stacks dafür bekommt, wenn ihr Sachen auto-taggt. Ja, was ihr natürlich einen Ticken öfter macht als Spells. Selbst bei einem S, der jetzt wirklich ganz gute Spells reindonnert, ist das durchaus der Fall. So, und jetzt wieder die Problematik, dass ich da eigentlich einen Ward reinkriegen muss in den Busch.
werde jetzt bei Piggy mal setzen. Habe mich die ganze Zeit nicht getraut, weil ich gedacht habe, dass die den Instant contesten. Bis jetzt habe ich aber nicht das Gefühl, dass die großartigen das Verlangen haben, hier irgendwie visionmäßig irgendwas aufzubauen. Okay. That actually worked. Okay, krass. Also die Nami Wave als Engage-Tool quasi zu benutzen hier, funktioniert normalerweise nicht. Bin ein bisschen überrascht, hätte jetzt nicht gedacht, dass die Caitlyn keinen Flash mehr hat. Aber da habe ich scheinbar einfach nicht aufgepasst. Ich weiß nicht, die Nami steht manchmal einfach nur rum, ne? Na. Na gut, komm. Am Ende des Tages stirbt sie ja doch. Och, come on! Alter. Aber nicht nötig. Aber in solchen Situationen, ganz wichtig, schluckt euren Frust runter. Ja? Ich meine, die Nami hat das ja jetzt nicht aus kompletter Böswilligkeit gemacht, sondern weil sie gedacht hat, okay, der ist es zu dumm, den Kill zu treffen. Ich nehme mal besser den Kill, bevor er wegkommt. Ja, guess what, ne? Generell bin ich übrigens jemand, der gerade bei DCs und so nicht killt, aber der Brand war aus meiner Sicht hundertprozentig am Flame. Oder am Schreiben. Und das wollte ich dann in der Szene punishen. Ich denke nicht, dass das nicht Fair Play war oder sonst was. Also wenn da ein DC besteht, bin ich da. Finde ich das wie beim Fußballplatz, wenn jemand sich die Schnürsenkel zubindet. Aber in so einer Szene sehe ich das ein bisschen anders. Ach, schön über den E drüber. Das war natürlich ein bisschen glücklich, muss ich sagen. Ah. Wenn ich den connecte, ist das halt sehr, sehr nett. Aua. Au. Na. Oh, das reicht wirklich an Damage? Ah, ärgerlich. Na gut, Name kriegt den Shutdown. Support S wollte ich heute generell präsentieren. Für alle, die jetzt erst einschalten. Also Support S ist es, Leute. Nee, Spaß beiseite. Aber Nami ist jetzt relativ dick. Ist aber nicht schlimm. Jetzt bin ich quasi auf dem perfekten Item. Was allerdings auch bedeutet im Nachhinein, ich hätte mit Sheen auf die Lane gehen können. Und ich hätte trotzdem jetzt Manamune gehabt. Im Nachhinein ist man da aber, finde ich, einfach immer schlauer. Ich finde das immer ein bisschen lame, sich selbst dafür zu blamen. Was hätte passiert sein können, weil ich nicht genau weiß, ob ich vielleicht kein Item-Slot frei hatte und deswegen nicht die Boots hatte. Dann hätte ich irgendwas einsetzen sollen, damit ich halt eben genau die Boots bekomme, um vor den Velkos hier noch wegzurennen. Das wäre natürlich eine sehr gute Möglichkeit gewesen. Ich will jetzt hier mit der durchpushen. Problem ist, dass die Eve natürlich ziemlich, ziemlich dick ist. Mal gucken, ob ich die snipen kann. Oh, apropos Snipe, ne? Aber ein leckerer. This Zoe blind as fuck, nachdem wir gerade den Snipe gemacht haben. Bin ich nicht convinced zu. Oh mein Goodness. Da war natürlich retarded von mir, ne? Das muss man halt dazu sagen. Nevermind. Ich geh dann doch wieder bot. Bisschen schmerzhaft das Ganze jetzt hier, weil unten wird der Turret wahrscheinlich fallen, aber dass der Midlane-Turret hier schon auf dem Tier 2 liegt, das ist, sag ich mal, gewöhnungsbedürftig. Ja, Mundo war übrigens die andere Alternative, die mir einige gesagt haben, die ich vielleicht mal nutzen sollte. Alter, ich hätte echt gerne den hier davon gehabt, aber kein Problem, sorry. Ich kenne das. Ich sollte jetzt hier aber nicht mitchasen, so. Ich bin jetzt schon viel zu lange gestayed. Das sind so kleinere Fehler, wo man halt einfach merkt, dass ich brainmäßig gerade noch nicht so ganz da bin, wo ich sein sollte. Verlieren dadurch unten den Töd. Hätte ich den alleine deffen können? Na, kann man diskutieren. Man kann jetzt sagen, ja, aber Nami war ja eh nicht unten. War Namis Fehler. Aber ganz ehrlich, Leute, wenn ich da unten bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Nami nach unten geht, halt auch höher. Hatte ich da keinen... Kriegt man den Sound nicht mehr, wenn Caitlyn in dem Moment... wenn man keine Vision mehr in dem Moment auf Caitlyn hat? Bisschen strange, oder? Kommt mir zumindest ein bisschen strange vor. Prinzipiell ist das jetzt halt eine Phase, wo du mit S von der Kurve her besser bist als jeder andere ADC. Weil du hast halt Sheen Manamune und vor allem dann ab Trinity Falls Muramana wird es halt nochmal krasser. Aber du bist dadurch einfach sehr, sehr stark, wo andere Champions eben noch nicht stark sind. Also ich könnte jetzt hier die Caitlyn easy one-on-one, ne? Ich meine, ihr seht ja das, was ich da an Damage mal eben so raushaue. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Ah, es ist, ich würde ganz gerne da in den Fight noch eingreifen, aber ich brauche die Ult wahrscheinlich selber. Ah, Caitlyn hat jetzt auch die Q raus, das heißt, auch hier kann ich wieder aggressiv gehen, allerdings ist jetzt ein bisschen verhauen. Nami ist auf dem Weg. Hole ist, dass Brand auch kommt. Ah, ich habe es ein bisschen verhauen. Wenn ich das gut spiele, dann kann ich die Caitlyn hier definitiv one-on-one, höchstwahrscheinlich sogar killen.
Da kommen die Pings, weil der Red Buff wahrscheinlich gesteelt wird. Das sehe ich auch so. Das Problem ist nur, ich kann mich nicht von der Lane wegbewegen, weil ich gesehen habe, dass in dem Jungle Brand ist. Und wenn ich einen Brand Face checke, dann bin ich recht wahrscheinlich tot. Ich kriege ja nochmal den Movement Speed und dann wird mich die Name hier alleine lassen. Aber das ist okay. Da sieht man einfach mit Esther natürlich mehr Optionen in so einem Szenario. Gut war auch von der Nami, dass sie das so einschätzen kann. Die macht generell ein gutes Game. Mal von diesen einen Key Secure vielleicht abgesehen, aber auch das war ja wie gesagt kein Fehler, sondern ich habe einfach meinen Q gemisst. Wenn ich den getroffen hätte, hätte sie mir auch nicht gesteelt. Das ist generell sowas, was ich aktuell versuche, immer allen Leuten mitzugeben. Oh, hier ist eine Eve vielleicht, ne? Normalerweise würde ich jetzt die Wave noch annehmen, dadurch, dass die Gegner eine fette Eve haben, ist das nicht möglich. Das ist, was ich zurzeit versuche, allen Leuten mitzugeben. Leute, versucht euch selber immer als Ausgangspunkt von den Situationen zu sehen. Natürlich ist das so, dass ich hier sagen kann, Alter, die hat mir den gestehlen, deswegen bin ich nicht so gut im Game und bliblablub, bla bla bla. Es ist halt alles Bullshit, wenn man ganz ehrlich ist, weil ganz oft seid ihr schon derjenige, der die Situation anders spielen könnte. Und man geht ja immer davon aus, dass die Teammates schlecht sind und so muss man sich entsprechend auch verhalten. Und ich denke, das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, von der Attitude her so zu behalten. Farmäßig ist das bei uns allen hier irgendwie kein Game, auf das man stolz sein müsste. Gerade hier unsere Riven mit 62 CS. Halleluja, das ist echt nicht viel. Witzigerweise glaube ich, dass Kleptomancy desto schlechter... Tun wir mal so, als hätte ich nicht gerade den Brand übersehen. Desto schlechter die Elo ist, desto stärker ist Kleptomancy. Weil man Kleptomancy ja trotzdem relativ ähnlich stark brocken kann. Und ich glaube, dass quasi das Gold, was man dadurch bekommt, halt so einfach deutlich, deutlich krasser ist. Ich bin wirklich gestunt worden von dem Ding. Die Hitbox ist schon not bad, wie das Ding da hat. Ich glaube, der erste Surrender wurde rein. Mono ist, wie gesagt, zurzeit relativ stark, aber ich glaube nicht, dass man sich hier so dermaßen einscheißen muss, dass man hier das Ding surrendern will. Sehe ich zumindest jetzt nicht so. Vielleicht ist das auch eine Fehleinschätzung meinerseits. Boah, für den hätte ich greenen sollen. Problem ist, jetzt ist hier irgendwo eine Cade und ich weiß nicht, ob ich hier rüber gehen kann. Muss die Wave deswegen sehr spät annehmen. Eieieiei. Chat bei League of Legends habe ich immer noch an. Aber gerade in den Durchgequatscht-Folgen lese ich da mittlerweile kaum noch mit, weil das ist ja jedes Mal ein komplettes Shitfest. Letztens hatten wir diesen Lee, da sind alle ausgerastet. Naja, kommen wir lieber nochmal zu ein paar sinnvollen Punkten. Was zur Hölle will Johnny mit Double-T eigentlich erreichen? Warum warten wir? Ich habe jetzt viel erzählt, was die Auswirkungen davon sind, dass man es baut, aber was ist quasi, was ist der Vorteil? Naja, erstmal hast du schlichtweg mehr Mana. Und dadurch, dass du mehr Mana hast, hast du mehr Damage, weil du über Muramana ja dein Mana in, ne? Ah, schlechte Entscheidung. Hätte man denken sollen. Guck mal, Flash von der Nami waren... I bet there. Can win, just calm and play a bit more relaxed. Easy win. So. Vielmehr schreibe ich da jetzt auch einfach mal nicht rein. Trinity Force als zweites. Gleich ist allerdings auch meine Träne vollgestackt. Normalerweise bei Minute 18, so sollte das tatsächlich schon der Fall sein. Werde dann die Träne einen Ticken später haben. Ich könnte jetzt halt eben auf Trinity Force verzichten, die paar Stacks sollen mir dann die Träne sichern, aber ich persönlich glaube eher, dass... Ah, gutes Vorbild. Na? Ah, vielleicht nur einen in dem Fall, weil ich ja noch die Träne bald haben will. Wir können das auf jeden Fall gewinnen. Also das ist ja, die Gegner sind generell Champions, die abgesehen vom Mundo alle High Damage sind, aber relativ squishy. Und gerade solche Lineups neigen dazu, dass man sie relativ gut, auch wenn sie vorne sind, noch catchen kann etc. Ist natürlich der Fall, dass eine Nami jetzt nicht so gut scaled und eine Riven ganz offenbar jetzt hier nicht der beste Spieler ist. Aber ich meine, da muss man ja jetzt, wie gesagt, sich nicht einscheißen. Ich denke mal, ich gönne mir hier den Blue. Ist gerade für ein Double-Tier ist natürlich recht nett. Ab dem Moment, wo ihr Muramana habt, kann man darüber halt immer nachdenken. Ich persönlich würde es eher den Midlaner geben, aber der Midlaner ist halt AFK und dann ist es ein bisschen schwer. Oh, er spielt wieder. Weiß nicht. Aber vielleicht hat er nur auf übel viel Gold gewartet, aber er stand halt echt lange in der Base. Naja, da steckst du nicht drin. Nehme ich jetzt auf jeden Fall mal mit. Erhöht, wie gesagt, meinen Schaden. Muss jetzt hier meine Tier zusammenfarmen und dann ist vieles schon wieder gut. Ah. Das ist jetzt nicht der beste Ward, sind wir ehrlich. Wir könnten jetzt unten den Mundo chasen. Ah gut, die Brand meine Ultimate war dann vielleicht ein kleiner Overkill.
Eve ist halt auch ein wirklich toller Champion, aber manchmal. Ah, da hätte ich auch nicht mehr flashen sollen. Ich dachte, mit dem Redemption geht zusammen vielleicht dann doch. Aber dann mal ganz schön gesehen, was ich meinte, ne? Die Gegner sind squishy. Das heißt, wir können die abholen, wenn die out of position sind. Das Problem ist halt nur, dass es nicht immer so einfach ist. Achso, was ich sagen wollte. Mit dem Item habt ihr auch noch ein gutes Schild. Klar, ihr kommt insgesamt auf fast 4000 HP. Und dann ist das Schild irgendwo bei 750. Aber ganz ehrlich, ihr werdet nie volles Mana haben, wenn ihr das Schild aktiviert. Das heißt, wahrscheinlich ist es eher immer so ein 4-500er Schild. Aber das ist schon ziemlich knackig. Und diese Passive hier, 25 des Manas, ist AW oder so. Ja. Und die überschreibt diese, die auch AW ist. Das sagt. Peace.